So Leute, da bin ich auch wieder zurück und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir haben gerade mitten in der Nacht, 2:13 Uhr genau, um genau zu sein. Ich habe mir einfach gedacht, komm, bleibt so lange noch wach, mach für euch noch den Shop fertig. Die Emotes und alles habe ich schon hochgeladen. Wäre schön, wenn ihr mich auch da ein bisschen supporten würdet. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, denn wir haben definitiv einen neuen Skin. Also in 3, 2, 1, 0. Und, ja, erstmal macht den Crady. Ihr wisst, kann ich immer nur kurz bringen. Zack, Copyright lässt grüßen. So, das ist der neue Skin. Erinnert mich aber so ein bisschen an den Fortnite-Crew-Skin, den wir als letztes hatten. Ich weiß nicht, so von der Statur, die Maske so ein bisschen, ich weiß nicht. Ah, aber für 800 V-Bucks macht man da definitiv nichts verkehrt. Es gibt auch noch die Pickaxe anscheinend dazu, oder die gehört zum anderen Skin. Aber das ist dasselbe Pack, oder? Ewig und antik? Ja, doch. Weil die steht halt nicht als neu drin, aber die Pickaxe sieht schon nice aus. Oh ja. Doch, die ist nice. Die ist echt nice. Vor allem ist man ein Wunder, dass man die als Skin in der Hand hat. Sonst gibt es die Pickaxe auch immer nur einzeln. Haben sie da was geändert? Dann natürlich das passende Rückenaccessoire dazu. Dann ist der Spinnenritter auch wieder zurück. Auch ein schöner Skin. Also von den 2000 V-Bucks-Skins definitiv einer der schönsten. Dann Arachne. Ah ja. Aber die hat noch ein Rückenaccessoire dabei. Hat er gar keins? Ah doch, er hat das Schild. Entschuldigung. Ganz vergessen. So, dann haben wir Netzfetzer drin. Und der Flugweber. Ja, der Kleider gefällt mir aber nicht. Auch wenn er natürlich zum Thema passt, aber meiner ist es nicht. So, dann der Beef Boss ist wieder zurück. Davon habe ich ja die Ritter-Variante. Grüße gehen raus, Luca. Mit passendem Rückenaccessoire. Und der Prättlingsklatscher. Dann auch noch die fliegende Untertasse. Und den hatten wir eben schon mal. So, dann haben wir das komplette Sturmlichtpaket. Ja. Warum kostet das bei mir 1300? Liegt einfach daran, dass ich schon den Skin habe, den hier und das Rückenaccessoire. Deshalb ist das Ganze bei mir günstiger. Ich kann euch nicht genau sagen, was es bei euch kostet. Wie gesagt, müsst ihr dann immer bitte selber gucken, weil ich halt, wie gesagt, schon was aus dem Paket habe. Nämlich halt, wie gesagt, einmal den Skin und das Rückenaccessoire. Ja, doch, und das Rückenaccessoire. Müsst ihr halt einfach selber gucken. Und dann gibt es noch heute den Boxenstopp-Skin. Dann die Einsatzleiterin, auch mit dem natürlich dem schönen Rückenaccessoire. Zack. Ich hoffe, er nimmt es. Ja, er lässt es auch. Da füllt sich ja immer die Anzeige mit jedem Kill. Und dann haben wir Tagtraum wieder zurück. Sonnensprossen. Die Schwitzer, die es immer noch nicht haben, werden sich dann heute holen. Dann haben wir Inselstimmung. Und die Stierhörner sind auch wieder zurück. So, da hatten wir alles. Jetzt will ich mal gerade gucken. Ne, hier ist die Pickaxe wieder einzeln. So, wie gesagt, das Deathstroke-Zero-Paket immer noch mit drin. Genauso wie Harley Quinn. Ist aber die normale Harley Quinn, ne? Ja. Und dann des Weiteren das komplette Flash-Paket mit Black Manta noch. Also Ant-Man. Dann Catwoman normal. Ich muss ja immer aufpassen. Ganz normal Catwoman. Dann die alten Batman-Geschichten. Dann der Beast Boy mit dem kompletten Paket. Dann Batman Zero und Catwoman Zero. Deshalb habe ich gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen. Dann Horizon Zero. Dawn-Paket ist ebenfalls noch drin. Und natürlich Batman, den maskierten Rächer. Plus letzter Lacher-Paket. Dann gucke ich noch ganz schnell bei Rette die Welt. Da sieht's aus. Ne. Heute wieder keine V-Bucks. Also da gehen die V-Bucks echt in den Keller. Wir hatten seit einer Woche keine Tagesaufgaben mehr. Also Tagesaufgaben schon, aber keine Missionen, wo es V-Bucks gab. Ganz traurig. So, dann würde ich sagen, ihr denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn ihr mich supporten wollt, noch mit dem Creator-Code YT-FamilyEgg. Damit würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal Richtung Bett. Schlaf dann einfach mal ein bisschen aus. Und euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag. Ich denke mal, wenn ich wach bin, werde ich auch online kommen. Und in dem Sinne, haut rein.